Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir widmen uns heute mit unserer Hormonexpertin Marianne Krug wirklich mal unserem Gehirn. Was hat unser Hirn eigentlich mit Hormonen zu tun? Oft denken wir, es hat nur mit Sexualhormonen zu tun und mit Funktionen in unserem Körper. Aber da gibt's noch ganz schön viel mehr, und worüber es sich wirklich lohnt zu sprechen. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Marianne. Schön. Grüß dich, Corinna. Hi, schön, hallo, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, gerne. Freue mich auch über dieses spannende Thema. Vor allen Dingen, ich finde es ja immer so toll, dass du gerade auch den Ärzten, ja, vor allen Dingen den Frauenärzten, auch in deinen Ausbildungen, dieses wichtige Wissen über die Hormone einfach mal, ja, zur Verfügung stellst, ja. Vor allen Dingen, weil man dieses Thema ja total unterschätzt. Und umso mehr freue ich mich heute, dass wir uns mal dem Gehirn widmen, weil da weiß ich nämlich auch gar nicht, was da die Hormone eigentlich für einen Funktionsspektrum alles haben. Und ich freue mich jetzt einfach, dass wir darüber sprechen, ja. Gut. Schön. Gerne. Ja, du hast es in der Einleitung schon gesagt. Die meisten Menschen verbinden mit den Hormonen unsere Sexualfunktion und unsere Keimdrüsen, also die Hoden und die Eierstöcke und alles, was mit der Sexualität zu tun hat. Und das liegt daran, dass die Hormone den falschen Namen haben. Die heißen ja Sexualhormone. Und in dem Moment passiert ja in unserem Hirn eine Verknüpfung mit dem Wort, was mit Sex anfängt. Mhm. Und leitet unsere Gedanken dann häufig irre. Ich nenne die Hormone sehr gern auch Neurohormone, weil sie im zentralen Nervensystem so tolle Wirkungen haben. Und dazu sollte man vielleicht auch wissen, dass sie nicht nur in den in den Keimdrüsen hergestellt werden, sondern auch in einem zwar deutlich geringerem Anteil, aber die werden allesamt auch im Hirn hergestellt. Sei es das Östradiol oder das Testosteron oder das Progesteron, das DHEA. Alle werden dort hergestellt und haben es gibt außerordentlich viele Empfangsschüssel, wir nennen das Rezeptoren im Hirn. Und das ist deswegen so, weil es dort die wichtigen Funktionen hat. Und da gibt es eine Reihe von Funktionen, aber vielleicht fangen wir mal so an. Alle Hormone, die wir Sexualhormone fälschlicherweise nennen, haben eine antidepressive Wirkung. Mhm. Ja, ist ja schon mal ganz schön wichtig. Und dabei hat jedes Hormon, ich nenne es immer, seine eigene Färbung. Jedes Hormon wirkt auf eine andere Art und Weise gegen zum Beispiel depressive Verstimmung. Okay. Und ja. Ja. Jetzt, ja. Ich war gerade noch am Überlegen, wo die Hormone wirklich auch im Gehirn gebildet werden. Wir wissen ja, Schilddrüse und diese ganzen, wo ist da so wirklich der springende Punkt? Also, es gibt zwar im Hirn oder besser gesagt unter dem Hirn auch eine Drüse, das ist die Hirnanhangsdrüse oder auch Hypophyse, aber die meine ich nicht. Mhm. So, die Herstellungsorte von diesen Sexualhormonen sind verteilt im Hirn. Also im zentralen Nervensystem wird das gebildet. Wir brauchen da keine eigene Drüse, sondern das gesamte Gehirn, insbesondere alle Strukturen im Hirn, die was mit Lernen zu tun haben, die was mit Gedächtnis zu tun haben, die was mit Denken zu tun haben. Das sind Orte, an denen die Hormone gebildet werden. Und das stellt man sich meistens nicht so vor. Man denkt, man braucht eine Drüse, mhm. Du hattest die Drüse erwähnt, oder die Eierstöcke, oder ich habe jetzt von der Hypophyse erzählt, das ist auch eine Drüse. Nein, es wird im Gewebe gebildet, im okay. Hirngewebe, weil es dort einsetzen kann und uns zum Beispiel beim Denken hilft. Und ich erzähle ganz gerne von
Zum Beispiel Frauen in der, im Eintritt in die Menopause, die mir dann schildern, nicht nur, dass sie müde sind und zu nichts mehr Lust haben, sondern dass sie nicht mehr richtig denken können. Die manchmal Dinge, dass sie vergessen, dass sie manchmal den Antrieb vermissen. Ja? Und da wäre das Hormon zum Beispiel par excellence, ist das Östrogen. Das fördert bei uns den Antrieb, nicht nur für die sexuelle Tätigkeit, also Libido, sondern einfach, dass man von der Couch aufsteht und sagt, ich mache jetzt was oder ich fange etwas an. Dafür brauchen wir einen Motor, einen Antrieb. Und dafür wäre zum Beispiel das Estradiol zuständig, das Östrogen. Und dann gibt es Funktionen im Hirn, die eher beruhigend wirken sollen. Eine Funktion, wenn wir tillen, wenn wir Angst haben, wenn Panik aufkommt und wir vor lauter Panik und Angst nicht mehr denken können, dann kommt ein Hormon, das ist das Progesteron, und wird gebildet und führt dazu, dass bestimmte Empfangsschüsseln im Hirn besetzt werden. Und das führt dazu, dass es insgesamt, dass wir uns beruhigen können, dass wir entspannen können und eine Angst überwinden können. Ich finde, das sind ganz beachtliche Dinge, die unsere Hormone da im Hirn tun. Ja, vor allen Dingen, dass es ein Gewebe produziert. Das ist ja, glaube ich, eine Besonderheit, weil das haben wir, glaube ich, sonst nicht im Körper, zumindest noch nicht rausgefunden, oder? Doch, es gibt Hormone, die in ganz vielen Geweben hergestellt werden. Da wäre auch ein Hormon zu nennen, was auch viel mit dem Hirn zu tun hat. Das ist das Pregnenolon, ein relativ unbekanntes Hormon. Es wird auch die Mutter oder Großmutter aller Steroide genannt. Und das wird in fast allen Organen und Geweben im Körper eigenständig gebildet. Wir brauchen dafür keine spezifische Drüse. Okay. Und dieses Hormon beispielsweise hat was mit dem Gedächtnis zu tun. Wenn also das Gedächtnis vor allem im Alter abnimmt, dann kann man an Pregnenolon denken. Man kann das dann im Blut bestimmen und findet heraus, dass das abgesenkt ist. Und dann kann man so manchem Hirn auf die Beine helfen mit der Zufuhr dieses Hormones. Testosteron, so das sogenannte männliche Hormon, brauchen Frauen wie Männer. Und zwar auch im Hirn. Es führt nämlich zu klarem Denken. Es fördert das Denkvermögen und die Klarheit. Okay. Klarem Denken ist eine Funktion der sogenannten männlichen Hormone. Und dabei, denke ich, ist es für uns Frauen genauso wichtig. Und ich bin ein Fan von den männlichen Hormonen im weiblichen Gehirn. Ah ja, schön. Was bringt denn das ganze System so in eine Disbalance? Hat man das schon rausgefunden? Verschiedene Dinge. Also, wenn wir mal, dann müssen wir wieder auf die Hauptherstellungsorte gehen. Wir kommen also dann wieder vom Hirn weg. Aber die Dysbalance würde dann gegeben, wenn bestimmte Hormone nicht mehr gebildet werden. Sei es beim Mann, dass er nicht mehr genug Testosteron bildet oder die Frau nicht mehr genug Östrogen oder die Frau etwa 10 bis 15 Jahre, bevor sie in die Menopause eintritt, verliert ja ihr Progesteron, weil das Progesteron gebildet wird in dem Follikel, in der Follikelhülle, in der ein Ei gewachsen ist. Ei springt, Hülle bleibt zurück. In der Hülle bildet sich ein Gelbkörper und dieser Gelbkörper macht das Gelbkörperhormon Progesteron. Heißt, wenn wir Zyklen haben, also wenn wir noch ganz normal menstruieren, im fortgeschrittenen Alter, sagen wir mal oberhalb der 40, dann finden nicht immer Eisprünge statt. Das Zyklen
Wir Mediziner sagen, die sind anovulatorisch. Da ist dann gar kein Follikel geplatzt. Und in dem Zyklus bildet sich auch kein Progesteron. Und dann merkt die Frau in diesem Zeitraum, die 40er Jahre, manchmal auch schon die oberen 30er Jahre, dass ihr ein ausgleichendes Hormon fehlt. Dann werden Stimmungsschwankungen beschrieben. Oder schlimmstenfalls, ich weiß nicht, ob du das jemals gehabt hast, ein prämenstruelles Syndrom. Ja, das sind so die drei Tage, Sicherlich die schon mal vorgekommen. gereizten Tage. Das sind Tage vor dem Beginn einer Menstruation. Da fehlt dieses, da ist dieses Progesteron schon abgefallen, weil der Körper gemerkt hat, Schwangerschaft gibt's nicht, also wir setzen alles wieder auf Null. Und in dieser Zeit gibt es so starke Stimmungsveränderungen, dass es sogar eine psychiatrische Diagnose ist. Ja, Da da wären wir gibt's. dann wieder beim Hirn. Genau, ich wollte die Kurve wieder Ja, die Kurve wieder zurückkriegen. Du hast nach Dysbalancen gefragt. Also die Dysbalancen entstehen schon häufig dadurch, dass dort, wo die Hormone am meisten gebildet werden, eine Veränderung in ihrer Bildung haben, ne? Dann entstehen Dysbalancen. Wenn man zu wenig Progesteron hat, aber das Östrogen ist noch da, dann gibt es eine Dysbalance. Häufig wird sie beschrieben als Östrogendominanz. Und ich denke, man sollte da klarer sein und sagen, es ist eigentlich ein Progesteronmangel. Ja. Ne? Und das hat dann wiederum Auswirkungen. Diese Dysbalance hat dann wieder Auswirkungen aufs Hirn. Ja, denn da haben wir dann eine unterschiedliche Hormonwirkung. Man muss sich einfach vorstellen, unsere Hormone werden dann zwar im Eierstock und in den Hoden gebildet, gehen über die Blutbahn, wirken auch aufs Hirn. Aber es ist nicht die einzige Bildestelle, ne? Das Hirn kann sich selbst retten, aber manchmal reicht es halt nicht. Und das sieht man an den Beschwerden unserer Patienten, an den Beschwerden, die du vielleicht auch in deinem Freundeskreis hörst, von Frauen, die sagen, irgendwie klappt es mit der Stimmung nicht mehr, habe mich nicht mehr unter Kontrolle, ich werde aggressiv, ich werde wütend, ich könnte am liebsten meinen Mann umbringen oder solche netten Dinge. Das sind Zeichen dafür, dass etwas außer Balance geraten ist und ist ablesbar am Hirn, an den Hirnfunktionen, ne? Denn eine Stimmung, wo entsteht die Stimmung? Die entsteht ja nicht im Körper, sondern die entsteht im Hirn. Wenn jetzt gerade so ein ausgebildeter Arzt zu dir, beziehungsweise in deine Ausbildung kommt zum Hormoncoach, was sind für dich so die wichtigsten Faktoren, was man wirklich wissen muss, inwiefern die Hormone mit dem Gehirn ja wirklich Was zu tun haben. ja was zu tun haben? Ja, also wenn jemand die Ausbildung machen will und da tiefer einsteigen möchte in, ich sage ja gerne Hormonologie, dann kann er zu mir in die Ausbildung kommen. Wer das genauer wissen will, darf auf die Website gehen, www.hormoncoach.com. Da ist das alles beschrieben. Und in dieser Ausbildung ist das Wichtigste, was ich vermitteln möchte, den Zusammenhang zwischen den Beschwerden, die die Patienten nennen, und den Wirkungen der Hormone. Denn dann kann man einfach nur dadurch, dass man dem Patienten aufmerksam zuhört und richtig nachfragt, kann man schon allein durch dieses Gespräch, durch die Anamnese, sehr häufig wissen, über welche Mangelzustände müsste ich nachdenken. Das vermittel ich. Und da gehört eben dazu, muss man jetzt wieder die Trennung machen, da die ja alle Sexualhormone heißen, sage ich, es gibt eine genitale Wirkung, eine extragenitale Wirkung, also Wirkungen auf unsere Muskeln, auf Haut, auf Haare, auf unsere Organe
und eben auch eine Neurowirkung. Vermittle ich in dieser Ausbildung und dann kann man lernen, welche Beschwerden einen dahin führen, welches Hormon zum Beispiel fehlt. Und Super das spannend. manchmal ist das so exakt, dass man sich eine Laboruntersuchung sparen kann. Mit Erfahrung gelingt das sehr häufig. Ebenso, dass das es wird nicht gelehrt. Also wir Ärzte kriegen in unserer Ausbildung, in dem Medizinstudium und auch in der Facharztausbildung darüber nichts mit. Ja? Also dass beispielsweise DHA oder Progesteron die Hirnnerven bilden, helfen. Ja, also die Frage, wie gut die Nerven vernetzt sind untereinander, ist eine Frage, wie viel Kontakte die untereinander haben. Die heißen Synapsen. Ja, und das ist zum Beispiel abhängig davon, wie viel Hormone wir im Hirn haben. Das wird nicht gelehrt. Im Studium, nicht in der Facharztausbildung. Aber dafür habe ich mir das aufs Tapet geschrieben, dass ich darin gerne ausbilden möchte Schön. Das und ist das jetzt weitergeben möchte. nochmal ein kleiner Ausflug, was Gehirnfunktion angeht, gerade auch in der Pubertät. Da konnte ich mich dran erinnern, hat mir mal ein Interview nämlich gemacht. Da, jetzt, wo du es gerade sagst, mit der Ausprägung vom Gehirn, kann ich doch auch da sicherlich ein bisschen. Klar. Also, wenn du die Pubertät ansprichst, dann haben wir da eine verdammte Dysbalance im Hirn. Definitiv. Ja. Das heißt, die Pubertät ist beispielsweise definiert als der Beginn, die erste Bildung von männlichen Hormonen in den Keimdrüsen. Also sowohl bei Männlein wie Weiblein wird erstmalig das Androgen in den Keimdrüsen gebildet, aufgrund von einer Anforderung aus unserer Hypophyse. Und dann gibt es diese pubertären Probleme, diese unguten Probleme, ne? Die Pickel vieles mehr, aber eben auch dieses völlig Unausgeglichene, ja, dieses Aggressive manchmal, nicht? Und das liegt daran, dass da etwas geübt werden muss. Es muss im Körper erst ein Gleichgewicht entstehen zwischen der Anforderung im Hirn. Das sind Steuerungshormone, Stimulationshormone, die ausgeschieden werden in der Drüse, die ich eben geschildert habe, nicht? In der Hypophyse. Und das ist sozusagen der Befehlshaber, der den Keimdrüsen sagt, jetzt macht mal dieses Hormon. Und das gibt dann ein Befehl- und Antwortspiel. Und das muss eingeübt werden. Und wenn das noch nicht eingeübt ist, dann gibt es überschießende Ausschüttungen, zum Beispiel vom Testosteron, bei Männern, bei Jungs und Mädchen. Und das führt dann, ne, zu diesen üblichen Hautproblemen zum Beispiel, aber eben auch zu dieser ja, nicht greifbaren, unausgegorenen Stimmung. Macht es dann Sinn, sowas zu regulieren, oder ist es einfach eine Übung vom Körper, die halt passieren muss? Weißt, kann ich einem pubertierenden Teenager vielleicht dann doch ein bisschen eine Progesteronsalbe geben, eine bioidentische? Oder lässt man sowas dann lieber bleiben? Das ist ein bisschen Ansichtssache, denn bisher ist noch jeder aus der Pubertät irgendwann rausgekommen. Ja, aber ist die Frage, ja, bei manchen überlegt man sich, ob man sich hinter sich hat, da hast du recht. Es ist ein normaler Prozess, aber wir haben normale Prozesse, die einfach mit Leiden verbunden sind. Ich sage mal so, es ist auch normal, dass eine Geburt wehtut. Das heißt aber nicht, dass wir nichts machen müssen. Sondern wenn ein normaler Prozess mit Beschwerden verbunden ist,
dann kann man durchaus eingreifen. Ich würde jetzt nicht wegen dieser unkontrollierten Stimmung anfangen, einem Buben oder einem Mädchen Progesteron zu geben. Wann ich es mache, ist, wenn die leiden, weil das ganze Gesicht voller Pickel ist. Da kann man bei beiden Geschlechtern sehr segensreich arbeiten. Du hast es angeführt mit dem Progesteron, was man in ein Gel mischt und auf die entsprechenden veränderten Hautareale bringt. Ach, dann Ne? kann man es direkt auf die Pickel anwenden. Ich Ja, dachte und auch es wird einfach. natürlich auch resorbiert, es wird ja auch aufgenommen, auch Okay. dort. Ne? Das Progesteron wird überall aufgenommen. Und auch wenn die Akne auf dem Rücken, das haben ja dann auch viele in der Pubertät. Man auch auftragen, ja, klar. Okay. Und es wirkt und nützt und es ist gut. Ne? Die Frage, ob man das macht oder nicht, ist dabei, wie gesagt, ein bisschen Ansichtssache. Ne? Hat damit Kann zu ja auch tun, wie später noch mal das kommen, so leider. eine, wie nennt man diese Akne im Alter, oder was man dann manchmal so mit 30, 40 dann noch. Erwachsenenakne gibt es auch, die hat aber dann wieder andere Gründe. Das Okay. ist was anderes. Ne? Also die Pubertätsakne ist die Pubertätsakne und die hat was mit dem hormonellen Ungleichgewicht zu tun. Eine Erwachsenenakne Akne. ist ein eigenes Krankheitsbild. Okay, alles klar, Das ja. hat jetzt damit erstmal nichts zu tun. Du hattest vorhin auch, wenn wir aufs Thema Gehirn nochmal zurückkommen, antidepressive Wirkung angesprochen. Kann ich dann auch wirklich sagen, wenn jemand Depressionen hat, dass ich diese Hormonsituation einfach auch betrachten muss, dass ich da jetzt nicht einfach blind irgendwelche Serotonin-Wiederaufnahmehemmer gebe, sondern auch da, Achtsam ist ja auch wiederum ein Hormon. Ob man das muss, ist auch wieder eine Ansichtssache. Ich bin der Meinung, dass das viel zu selten gemacht wird. Ja. Und man kann, wenn man die hormonelle Situation sich anschaut, das kann man im Labor untersuchen, sei es Speichel oder im Serum, also im Blut. Wenn man sich das anschaut, kann man die Dysbalancen sehen und man kann sie ausgleichen, insbesondere da, wo ein Hormon fehlt, kann man es zuführen. Und es gibt zahlreiche Frauen mit Depressionen, denen man zum Beispiel mit einer Gabe von Progesteron aus der Depression raushelfen kann. Und da braucht man dann keine SSRI-Hemmer, keine Psychopharmaka. Bin aber weit weg davon zu sagen, wir brauchen grundsätzlich keine Psychopharmaka. Ne? Ja, Also dir geht es darum, dass man diesen Aspekt der ne? Hormone halt mit ins Es, Boot nimmt, genau. Und ja. da habe ich, es kommen viele Patienten zu mir, Männer wie Frauen, und sagen, ich habe Depressionen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es hat was mit den Hormonen zu tun. Können wir da gemeinsam drauf schauen? Und dann machen wir das. Ja. Dann kann ich sagen, hier fehlt was und da fehlt was und da fehlt was und da fehlt was. Und wir versuchen das mal auszugleichen und gucken, was der Körper antwortet. Wenn dann der Körper sagt, es geht mir deutlich besser, dann brauche ich auch nichts mehr dazu weiter auszuführen. Wenn ab dann, nachdem ich alle diese Mängel ausgeglichen habe bei einem Patienten, der Patient sagt, ist ja alles schön und gut, aber es geht mir nicht wirklich besser. Dann kann ich auch klar sagen, an den Hormonen liegt es nicht. Und dann müsste man die Künste der Psychiatrie doch in Anspruch nehmen, ne? Dann ist auch ein Antidepressivum manchmal der Weg aus der Krise. Es wird ja verteilt wie Bonbons. Nach den Hormonen schaut eben keiner. Ja, und das ist das Schöne, dass wir eben so wunderbare Gäste wie dich haben, die diesen Part halt auch mit integrieren, ja. Und dann kommt wieder ein Kollege von dir und der hat sich dann auf Entzündungen spezialisiert und sagt, hier, das müssen wir auch noch mit ins Boot nehmen. Und der andere kommt mit Darm. Und genau das ist ja das Schöne, dass man wirklich für sich diese wichtigen Aspekte erkennen kann, rausziehen. Und was für mich natürlich extrem wichtig ist, dass die Ärzte einen Zugang haben zu dieser vernünftigen
Hormonregulationsmöglichkeit, dass sie überhaupt mal was lernen darüber. Wie diagnostiziere ich, wie therapiere ich, wie komme ich mit bioidentischen Hormonen überhaupt klar, wie arbeite ich damit? Und das ist natürlich das Wertvolle an deiner Arbeit, ja. Umso schöner, dass du das weitergibst. Also da kann ich vielleicht noch einen Döneken zu erzählen. Mhm. Ich bin relativ häufig im sogenannten endokrinen Kreis in Wien bei Professor Huber. Und da war beim letzten Mal war der Ordinarius, also der Chef der Psychiatrie in der Universität Wien, inzwischen emeritiert, also in Rente. Aber der war da und stellte ein neues Antidepressivum vor, was entstanden ist auf der Basis eines Hormons. Das stellte er vor. Und dann haben wir alle gesagt, ja, wenn man das, wir könnten da sofort eingreifen mit dem, was wir wissen. Kann das denn nicht in der Psychiatrie auch jemand mal machen? Und da hat er gesagt, ach, wissen Sie, wir Psychiater und Hormone, wir wissen darüber zu wenig. Wir haben dann Angst, dass es auf einmal einen Adamsapfel gibt oder Stimmveränderungen, mhm, oder Haare, wo sie nicht hingehören. Wenn ich weiß, einer meiner Patienten hat was mit Hormonen, dann schicke ich die immer zum Professor Huber. Mhm. Was ich sagen will, ist, dass auch die höchsten kompetenten Menschen in der Psychiatrie ehrlicherweise sagen, dass sie von Hormonen keine Ahnung haben, ja, dass sie Angst davor haben. Und deswegen jemanden dann wegschicken, das ist ja immerhin schon gut. Ja. Ja, wenn so ein Mensch von einem Psychiater dann nochmal zurückgeschickt wird zu jemandem, der sich mit Hormonen auskennt. Mhm. Ja, aber ich brenne drauf, ich freue mich drauf, wenn ganz viele Leute, die in der, ich sag mal, die Berufe haben, die mit Psy anfangen, ja, sei es der Psychotherapeut oder der Psychiater, wenn diese Menschen ein bisschen lernen, was es mit den Hormonen, mhm, auf sich hat. Man kann so vielen Menschen helfen. Ja. Ich finde Psychotherapie unheimlich gut. Ich weiß auch, dass Psychopharmaka wirken. Ich will die gar nicht verteufeln. Aber es gibt viele Menschen, die das alles, die viel schneller aus ihrer Krise rauskommen, wenn man deren Hormonlage beachtet. Hm. Ja, schön. Und da brenne ich drauf. Ich freue mich über jeden Psychiater, jeden Psychotherapeuten, der sich da auf den Weg macht und den ich vielleicht ausbilden darf. Ja, schön. Danke, liebe Marianne. Super, dass du dir die Zeit genommen hast. War wieder ein schöner Einblick in das ganze Feld der Hormone und bis hoffentlich bald wieder. Ja, gerne. Ja, vielen Dank, Corinne. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges Spannendes und Interessantes mitnehmen, wieder aus unserer wunderbaren Sendung. Ich freue mich immer wieder, wenn Sie zuschauen und bedanke mich. Bis bald. Tschüss.